Malahan, meine Freunde, beziehungsweise meine zwergigen Freunde, hier ist wieder euer Gorim zu einer weiteren Runde The Witcher 3 Wild Hunt. Ich habe richtig Bock weiterzuspielen, es hat leider eine ganze Weile gedauert, bis jetzt das nächste Let's Play kommt. Aber wie ihr schon hört, habe ich jetzt mir ein neues Mikrofon zugelegt, dass ihr mich besser versteht, dass die komplette Qualität des Videos einfach besser wird. Aber Schluss mit dem Gerede, einfach weiter mit The Witcher. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß und auf geht's. So, diesen Brief hier. Achtung, Banditen, die sich temerische Soldaten nennen, verstecken sich in den Wäldern dieser Gegend. Sie wurden zu Geächteten erklärt und gelten als Bedrohung für die Untertanen des Kaisers. Geächteten zu helfen oder ihnen Unterschlupf zu gewähren, wird aufs Äußerste bestraft. Im Namen des Kaisers von Nilfgaard, Hauptmann Peter Saar Gwynleth. Gut, vielen Dank für die Information. Wesemir, wir kommen jetzt. Du musstest ja schon eine ganze Weile warten. Auf geht's, auf Plätze und gib ihm. Dann, Wesemir, zeig uns doch mal den Weg, wo es lang geht. Normalerweise müsste Wesen mir jetzt eigentlich ein bisschen was erzählen. Der ist halt ein bisschen ruhig, aber okay. Macht der nichts. Schüchterne wie... Ah, okay, danke. Fall mir ins Wort, Wesen mir. Die nördlichen Königreiche. Radovidsreich, meinst du? Temerien und Edirn gibt es nicht mehr. Radovid hat versprochen, die alten Grenzen wiederherzustellen, sobald er den Krieg gewonnen hat. Und das glaubst du? Irgendwas muss man glauben. Das hält einen aufrecht. So, ich denke mal, dass wir heute definitiv auch eine Runde Gwent, wie auch immer ihr das nennt. Im Englischen glaube ich Gwent, im Deutschen Gwent oder andersrum. Denke ich mal, dass wir das definitiv heute sehen werden. Und vielleicht noch eine Mission dazu. Mmh, lecker. Lass dir schmecken, mein Bruder. Ist er weg? Ja. Komm raus. Gott, das war knapp. Ich dachte schon, ich ende wie mein Pferd. Wenn du Glück gehabt hättest. Dein Pferd ist sofort gestorben. Aber Greife spielen gerne mit ihrer Beute. Fressen sie bei lebendigem Leibe auf. Aha. Ihr wollt wohl eine Belohnung haben, nehme ich an. Nee, lass mal. Ich meine, schließlich hast du ja keinen Kontrakt zu diesem Greifen gestellt, also du schuldest mir nichts. Du schuldest uns nichts. Du warst in Not, wir haben geholfen. Guck nicht so, Wesemir. Und da heißt es, Hexer wären herzlos und dass sie ohne Bezahlung keinen Finger krumm machen. Es heißt auch, Mäuse entstünden aus faulendem Stroh. Zurück zur Spur? Wie gesagt, die führt zur Hauptstraße und endet dort. Sie ist verwischt. Sucht ihr jemanden? Ja, eine Frau. Ja, eine Frau, mittelgroß, lange schwarze Haare. Hast du so jemanden gesehen? Nein, aber hier in Weißgarten gibt es eine Herberge, die einzige weit und breit. Da kommen viele Reisende durch. Vielleicht erfahrt ihr etwas.
Außerdem, die Wirtin ist meine Cousine. Sagt ihr, dass Bram euch schickt. Sie wird euch wie ein Familienmitglied behandeln. Keine schlechte Idee. Zumal diese Wunde gereinigt werden muss. Pah, kaum ein Kratzer. Aber ein Schnaps wäre jetzt recht. Schön kühl. Direkt aus dem Keller. Gehen wir. Ja gut, Witcher, sage ich schon mal jetzt. Entschuldigung dafür, hat aber manchmal ein paar Performance-Probleme. Aber gut, das Spiel ist ja auch nicht mehr das jüngste und das ist ein Uncut Let's Play, also passieren solche Dinge. Dafür schon mal ein zwergiges, tut mir leid. Seltsam. Das habe ich auch gedacht. Im Wald oder in den Bergen, klar. Aber hier? Und auch noch bei der Hauptstraße? Vielleicht liegt es am Krieg. Alles voller Leichen, Blutgestank, verbranntes Fleisch. Das kann die Monster irre machen. Die Menschen auch. In Weißgarten müssen wir uns in Acht nehmen. Wir sollten verschwinden, sobald wir etwas erfahren haben. Besiedelte Gebiete, du näherst dich einem Dorf, störe dessen Frieden nicht. Denk daran, Wachen tolerieren Diebstahl nicht und sehen es auch nicht gern, wenn du andere übermäßig belästigst. Oft werden von den Einwohnern Anschlagbretter in Siedlungen wie Dörfern und Städten aufgestellt. Diese Anschlagbretter sind auf deiner Karte mit markiert. Wirf einen Blick auf sie, um dich über Aufträge, Hexearbeit und lokale Ereignisse zu informieren. Mach ich, vielen Dank. Hinzu eine kleine Frage an euch. Wie würdet ihr das in Zukunft gerne handhaben? Schreibt das bitte mal unbedingt in die Kommentare, wenn Cutscenes kommen. Soll ich was dazu sagen? Oder sagt ihr, nee, Gori, halt mal bitte lieber einfach deine Schnauze dazu. Wir wollen das gern hören. Weil ich habe schon gehört, dass die Sprechpausen sehr unangenehm sein könnten für euch. Und in The Witcher wird das sehr oft vorkommen. Deswegen bitte einfach mal sagen, wie ihr das gern hättet. Die Option besteht, ich bin komplett ruhig. Die Option besteht, ich lasse meine dummen Kommentare dazu kreisen. Beziehungsweise manchmal auch angebrachte Kommentare. Oder eben... ja, ich kommentiere nebenbei komplett. Das müsst ihr wissen. Das ist ein Let's Play für uns alle. Deswegen bitte einfach mal Bescheid sagen. Und nebenbei auch vielen herzlichen Dank für die netten Kommentare und Grußformeln unter dem letzten The Witcher Video. Hat mich sehr gefreut. Gerade zu It's Chris bedanke ich mich sehr für diesen ausführlichen und langen Kommentar. Ja, aller Anfang ist schwer, der erste Schritt ist getan und ich hoffe einfach, dass wir eine große, starke Community werden mit viel Fantasy, viel zwergigen Humor und einfach ganz viel Spaß zusammen haben werden. Da habe ich schon richtig Bock drauf, gerade so auf abendliche Events, mal hier eine Runde spielen, streamen, einfach eine Runde The Witcher oder andere Spiele, zum Beispiel Magic, The Gathering Arena. Schaut doch da gern vorbei. Werden wir auch ein neues Format dazu aufmachen, was sich nicht nennt Snacken statt Verkecken, sondern Verkecken statt Snacken. Die ersten beiden Runden gingen schon gehörlichst in die Hose. Aber gut, wir werden besser. Das nur mal so dazu. Was? Hexer? Mit solchen Ungeziefer-Mutanten trinke ich nicht. Tut mir leid wegen dieser Gauner. Macht nichts. Das sind wir gewöhnt. Die Leute sind recht nervös hier. Armeen sind durchgezogen. Jetzt treibt sich ein Greif hier rum. Mhm. Wir hatten schon das Vergnügen. Er hat deinen Verwandten Bram angegriffen. Bram? Wie geht es ihm? Er lebt. Lässt dich grüßen. Werte Hexer, Essen und Trinken gehen aufs Haus. Was kann ich euch bringen?
Ja, okay, völlig übermotiviert, die Frau. Gerade noch, herzlich willkommen. Und dann erwähnt man, ja, wir sind Hexer. Wir haben deinen Cousin geholfen. Fängt ja hier los zu brüllen. Wer zu Hexer? Essen und trinken gehen aufs Haus. Okay, gut. Beruhig dich. Fahr dich runter. Aber zeig mir mal, was du zu bieten hast. Mal, was du so hinter dem Tresen hast. So, okay. Wir nehmen natürlich die ganzen Gwent-Karten mit. Genau, im Deutschen Gwent, im Englischen Gwent. Vielen Dank. Zwergischen Schnaps brauchen wir noch nicht. Gut, das war dann alles. Vielen Dank dafür. Ganz schön was los hier, wa? Hier ist ja richtig was los. Das ganze Land ist unterwegs. Suchen nach Verwandten oder nach Schutz vor den Armeen. Essen, trinken und ein warmes Nachtlager brauchen sie alle. Dann ist der Krieg bisher gut für dein Geschäft? Bisher schon. Frieden wäre mir trotzdem lieber. In diesen Zeiten weiß man nie, was einen am nächsten Tag erwartet. Das ist richtig. Kümmert sich schon jemand um den Greif? Hast du einen Vertrag wegen des Greifs? Nein, noch nicht. Früher hätte der Dorfälteste sofort eine Kollekte organisiert oder den Herrn um Hilfe gebeten, wenn sich hier ein Monster niedergelassen hätte. Aber jetzt geht er nicht mal mehr aufs Klo, ohne die Schwarzen um Erlaubnis zu bitten. Und den Herrn haben sie wohl aufgehängt. Also, nein, kein Vertrag. Schade, wir hätten was tun können, aber nicht umsonst. Ja, sehr gut, Wesen mir. Marsch runter. Wir suchen eine Frau. Schwarze Haare, veilchenblaue Augen, schwarz-weiß gekleidet. Kam aus Richtung Weidendorf geritten. Und, es mag seltsam klingen, aber sie riecht nach Flieder und Stachelbeere. So eine Frau habe ich weder gesehen noch gerochen. Ich würde mich wohl erinnern. Ja, es ist schwierig, sie zu vergessen. Aber hier sind viele Reisende von überall her. Vielleicht lohnt es sich, nach ihr zu fragen. Ja, danke für alles. Danke für alles. Soll ich dir beim Verbinden helfen? Bitte. So tatterig bin ich noch nicht. Dann frage ich nach Yennefer. Mhm. Aber denk dran, besser keine Aufmerksamkeit erregen. Hast du gehört? Die Schwarzen vermessen die Felder. Gut, dann... Du hast neue Gwent-Karten erhalten, um sie dir anzusehen. Öffne das Spielmenü und gehe zum Kartensatzfenster. Machen wir später. Wir unterhalten uns erstmal mit den Leuten, die hier sich gerade nett unterhalten. Moin, Jungs! Ich suche jemanden. Und wir suchen Ruhe und Frieden. Geh mir aus den Augen, Mutant, bevor dein Atem mein Bier sauer werden lässt. Ach, danke für die Freundlichkeit. Bei Optionen, die mit dem Dreieck markiert sind, setzt du das Axi-Zeichen ein, das andere beeinflusst und ihnen deinen Willen aufzwingt. Um besonders widerspenstige Personen zu verhexen, die Axi sonst möglicherweise widerstehen könnten, investiere in die Fähigkeit Täuschung im Charakterfenster. Wir werden das gleich mal machen. Eine schwarzhaarige Frau in schwarz-weißer Kleidung. Habt ihr die gesehen? Redet. Sie ist angeblich vor ein paar Tagen durchs Dorf galoppiert. So schnell, dass sie Radobor in den Graben geritten hat. Wo ist sie hin? Weiß nicht. Viele Spuren führen weg von der Hauptstraße. Sie kann überall hingeritten sein. Verdammt, Leute! Der Mutant kapert Mieszkos Verstand! Mhm, und deine Zunge nehme ich auch gleich, wenn du nicht still bist. Genau, setz dich wieder hin. Nochmal. Gut. Vier Farben. Vier was? Farben, Gruppen, Sorten. Wie Kreuz und Pik, nur hat jede Farbe ihre eigenen Bildkarten. Außerdem gibt es Spezialkarten. Willst du nicht lieber Krieg spielen?
Bis du das Spiel in meinen Kopf gekriegt hast, geht doch die Sonne auf. Gut, okay. Was für eine Zeitverschwendung. Die Erde umkreist die Sonne, bevor du diese Regeln verstehst. Hast du kurz Zeit? Warum nicht? Aldert Geert, Assistenzprofessor für zeitgenössische Geschichte an der Akademie Ochsenfurt. Geralt von Riva, ausgebildeter Hexer. Ich suche nach einer Frau. Lange Haare, schwarz-weiße Kleidung. Hast du so jemanden gesehen? Natürlich nicht. Im Gegensatz zum Pöbel weiß ich, dass die Reiterin des Krieges ein Hirngespinst ist. Reiterin des Krieges? Wer soll das sein? Reiterin des Krieges? Worum geht es da? Um ein Omen, sagen die Leute. Eine schöne Phantomfrau reitet nachts durch die Felder. Sie entspricht deiner Beschreibung. Armeen folgen ihr und ihren Weg zu kreuzen bedeutet Unglück. Den letzten Teil kann ich bestätigen. Weißt du, wo sie gesehen wurde? Nein, ich interessiere mich für Tatsachen, nicht für Märchen. Was machst du denn hier? Hier würde ich keinen Gelehrten erwarten. Du fliehst wohl vor dem Krieg. Ganz im Gegenteil. Ich bin hinter ihm her. Ich will zur Front. Lebensmüde? Ich suche Wissen. Das ist mir wichtiger als das Leben selbst. Diesen Durst kann kein verstaubter alter Foliant stillen. Ich will die Invasion Nilfgaards mit eigenen Augen sehen, sie verstehen und in meiner Chronik aufzeichnen, meinem Hauptwerk. Okay, gut. Dann, wenn du es so meinst, dann schreib bitte über den Krieg, wie er wirklich ist. Interessant. Wir brauchen jemanden, der den Krieg beschreibt, wie er wirklich ist. Keine bunten Banner und bewegende Ansprachen von Generälen, sondern Vergewaltigungen, Grausamkeit und sinnlose Gewalt. Ah, wie ich sehe, fehlt dir der Schliff der Akademie. Vergewaltigungen und Grausamkeit sind Details, die im Kriegsverlauf nicht zählen. Zierat auf dem Mantel des Konflikts sozusagen. Sag das den Leuten, deren Häuser niedergebrannt wurden. Ist der Krieg schon nach Novigrad gekommen? Hat der Krieg Novigrad schon erreicht? Nein, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nilfgaard steht am einen Ufer, Redanien am anderen. Gierig wie Hunde über einem Knochen sabbernd. An dem Knochen hat sich schon mancher Herrscher verschluckt. Stimmt. Wir schätzen unsere Freiheit in Novigrad und wissen, wie wir für sie kämpfen. Vor allem die Gelehrten. Das Schwert ist nicht die einzige Waffe. Vergiss nicht, dass es Architekten aus unserer Akademie waren, die die Stadtmauern entworfen haben. Und noch keine Kriegsmaschine hat sie zerstören können. Genau. Gut, dann leb wohl, Meister. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, Hexer. Du bist doch ein Mann von Welt. Spielst du vielleicht Gwind? Nein, hab auch keine Zeit, es zu lernen. Aber die Regeln sind ganz einfach. Komm, wollen wir spielen? Na gut. Gerne doch. Warum nicht? Wunderbar. Also, es funktioniert so. Nein, wir spielen kein Gwent-Tutorial. Gut, dann nehmen wir erstmal von unserem Deck einmal klirrende Kälte, extrem dichter Nebel und strömender Regen raus. Und definitiv zweimal gutes Wetter. Denn wir bestimmen jetzt unseren Anführer, der uns gutes Wetter gibt. Einmalig. Wer The Witcher noch nicht gespielt hat und vor allem kein Gwent, wir kommen später noch dazu. Wir werden noch genügend Runden davon spielen. Ich erkläre dann auch ab und zu später noch ein bisschen was dazu. So, erstmal die Finte rein. Das Katapult, der Drachenjäger, die blauen Streifen, Jarpen-Zigrin. Den redanischen Fußsoldaten brauchen wir nicht. Den nehmen wir komplett raus. Und dann spielen wir eine Runde. Mal gucken, ob wir gleich First Try gewinnen. Gottverdammte Infanterie. Oh, nee. Das sind da schon wieder keine guten Karten. Na gut. Wir spielen erst einmal ihn hier. Okay. Dann spielen wir ihn hier.
Dann steht es jetzt 10-9. Also das Spielprinzip von Gwent ist eigentlich ganz einfach. Man besitzt drei Linien. Die Frontkämpfer, die Fernkämpfer und die Maschinerien, beziehungsweise Katapulte, Belagerungswaffen, nennen wir es einfach mal so. Ziel davon ist, dass man immer höher als der Gegner seine Punkte hält. Zum Beispiel, ich habe jetzt einen 5er und einen 4er, ergibt 9. Er hat einen 5er und einen 5er, das ergibt 10. Demnach liegt er im Vorteil. Das heißt, ich muss immer höher kommen als er. Das heißt, wir legen jetzt sie dazu und kommen somit auf 14. Dann gibt es noch Wettereffekte für jede unterschiedliche Lane, nenne ich es jetzt einfach mal. Gibt es einen Wettereffekt, Frost für die Frontkämpfer, Nebel für die Fernkämpfer und strömender Regen für die Katapulte. Die kann man dann mit Sonnenschein wieder auskontern. Haben wir aber momentan noch nicht. Deswegen setzen wir jetzt erstmal auf unsere Fernkämpfer und gucken, was der Gegner macht. Na, er spielt jetzt extrem dichter Nebel. Das ist in Ordnung. Dann spielen wir einfach mal eine Finte und nehmen ihn wieder raus. Finten sind dafür da, um Figuren wieder rauszunehmen aus dem Spiel. Jetzt passt er, weil er höher ist als ich. Das gefällt uns eigentlich. Gefällt uns das? Das gefällt uns gut. Wir lassen das jetzt. Wir passen erstmal die erste Runde und schauen, was uns das bringt, was er jetzt spielt. Gut, dann spielen wir jetzt ihn. So, jetzt steht es 4-4. Er passt. Einwandfrei. Dann spiele ich jetzt einfach einen Einer und passe auch. Und somit habe ich die Runde gewonnen. Next Round. Ich denke mal, das Prinzip von Gwent sollte eigentlich klar sein. Es ist einfach. So, ich bin am Zug. Das heißt, ich setze ihn. Natürlich haben Karten auch unterschiedliche Effekte. Er zum Beispiel hat das Plus. Das heißt, er tut meine Einheiten um 1 verstärken. So. Zack. Jetzt hat er 7 statt 6. Aber wie es ausschaut mit seinen Karten, kann er, glaube ich, nicht mehr gewinnen. Wenn er jetzt nicht noch die Hyperkarte hat. Nee, das Ding ist durch für ihn. So. Ich hoffe, dass er jetzt keinen strömenden Regen spielt. Ich bin am Zug und kann jetzt noch meine Anführerkarte einsetzen. Und somit ist der strömende Regen wieder weg und ich hoffe, er hat sie jetzt nicht. Einwandfrei, wir haben gewonnen. Gut, das war Gwent. Gar nicht so schwer. Also, noch nicht, sage ich dazu. Ich betone wirklich noch nicht. Gwent wirkt wirklich noch sau schwer. Frag nach Stjepan. Er ist ein schlichter Tavernenwirt, aber Gwent spielt er wie kein Zweiter. Ich denke dran. Danke. Vielen Dank. Gut, dann unterhalten wir uns einfach mal mit Gaunter Odim. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Nein, ich bin nicht in der Stimmung. Eigentlich trinke ich nicht mit Fremden. Komm, ich weiß, dass dies ein übler Ort ist. Du könntest der Verdauung zuliebe ein Gläschen trinken. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Woher kennst du denn Jen?
Woher kennst du Yennefer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Du weißt, wer ich bin? Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Gut, und wer bist du? Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Okay, gut. Und wo ist jetzt Yennefer? Hast du Yennefer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Natürlich geht es um die Liebe. Erraten. Es ist die Liebe. Wusste ich gleich. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Yennefer war. Wer hätte ahnen können... Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davongeprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Vielen Dank. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten. Und du bist in der Nähe und kannst helfen. Oh, sicher bist du in Schwierigkeiten. Gut, dann würde ich sagen, wir lassen einfach den alten Wesemir sitzen, gehen raus und suchen Yennefer. Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ich bleib nicht lang. Ich wäre sowieso nicht lange geblieben. Vielleicht nicht. Vielleicht bleibst du aber auch für immer. Unter der Erde. Ach, Jungs. Nicht nachlassen! Sohn einer Ziege! Na dann. Wenn er's eben auf die Tour wollt, dann... Junge. Jungs. Die sind aber ganz schön aggro. War nett, euch zu treffen. Aber auch nicht so aggro. Gut. Dann haben wir die Taverne abgeschlossen. Genau, wir können jetzt das Spiel speichern. Können wir schon die ganze Zeit. Machen wir einfach über das Menü hier. Spiel speichern. Okay. Gut, wir haben die Taverne abgeschlossen. Es geht jetzt direkt zu der nilfgaardischen Garnison, um nach Yennefer zu fragen. Das machen wir aber das nächste Mal. Ich würde hier an der Stelle einen Cut machen, dass wir die Folgen auch nicht zu lang ziehen. Immer so eine halbe Stunde, Pi mal Daumen am Stück sollte reichen. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen wundervollen zwergischen Tag, Abend, wie auch immer. Und freue mich auf eure Kommentare, sie wieder zu lesen. Werde ich auch wieder im nächsten Video den Top-Kommentar kommentieren. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Auf bald, euer Gorim.